In unserem heutigen Video, in unserem Thema heute geht es ja rund um Geld, das Thema Geld. Denn das ist ja eigentlich viel gewichtiger, als viele vielleicht annehmen. Denn meiner Meinung nach hat Geld einen sehr oder den größten Stellenwert bei den Menschen inzwischen schon angenommen. Wie haben wir uns so abhängig gemacht von Geld? Ich denke gar nicht, dass wir uns abhängig gemacht haben. Ich denke, dass wir abhängig geworden sind und zwar durch einen schleichenden Prozess im Hintergrund. Und ich denke, dass das größte Problem insgesamt, was das Geld betrifft, heute darin besteht, dass die meisten Menschen Geld nur als Zahlungsmittel sehen und nicht als Herrschaftsinstrument. Weil Geld ist beides. Geld ist auf der einen Seite Zahlungsmittel, aber auf der anderen Seite auch Herrschaftsinstrument. Und das lässt sich auch geschichtlich herleiten. Also unsere Vorfahren haben ja irgendwann mal als Nomaden gelebt und sind dann sesshaft geworden, haben dann angefangen, Waren zu tauschen. Dann haben sich als allgemeine Tauschmittel irgendwann die Edelmetalle herauskristallisiert. Und bis dahin ging das ja alles relativ demokratisch zu. Aber dann hat man irgendwann mit der Münzprägung angefangen. Das heißt, dass man bestimmte Geldstücke genommen hat und denen einen bestimmten Wert zugemessen hat. Und mit der Münzprägung hat man die Möglichkeit eröffnet, zu schummeln und zu mogeln. Also die Fürsten, die damals die ersten Münzen rausgegeben hatten, konnten den Edelmetallen natürlich auch weniger edle Metalle beimischen und ihre Untertanen so betrügen. Und auf der anderen Seite konnten sie auch, wenn sie Währungen herausgegeben haben, also Münzen herausgegeben haben, nach einer bestimmten Zeit sagen, diese Münzen sind ungültig. Wir müssen wieder neue Münzen einführen. Auf diese Art und Weise hat sich so eine Hierarchie gebildet, derer, die die Münzen herausgegeben haben. Und dann sind natürlich die Banken ins Spiel gekommen und die haben natürlich das Geld immer als Herrschaftsinstrument auch benutzt. Die haben dann von den Leuten Zinsen verlangt, haben sie in einem Netz der Verschuldung verstrickt. Und dieses System ist ja bis heute in Gang noch. Also egal, ob wir es mit Bargeld zu tun haben oder ob wir es mit digitalem Geld zu tun haben oder ob wir es mit Kryptowährungen zu tun haben, all diese Formen von Geld sind gleichzeitig auch Herrschaftsinstrumente. Und dass das in unserer Zeit eine besondere Form angenommen hat, das konnte man in der letzten Woche sehen. In der letzten Woche hat Elon Musk, also einer der drei reichsten Menschen der Welt, ein paar Tweets abgesetzt, in denen er sich negativ über Bitcoin geäußert hat. Und daraufhin hat er den Wert von Bitcoin um etliche Prozent nach unten geschickt. Das heißt, er hat etliche 100 Milliarden an Geldwert in der gesamten Welt vernichtet. Also so weit sind wir inzwischen. Aber das ist das Allerwichtigste, dass die Menschen erkennen lernen, dass Geld nicht nur Zahlungsmittel, sondern auch Herrschaftsinstrument ist. Ja, und durch diese ständige Entwertung kann man dadurch ja auch nie genug haben. Also man strebt ja immer noch mehr und mehr. Ja. Welche Bedeutung hat denn Geld für Sie? Also in meinem Leben hat das nie so eine ganz große Rolle gespielt, weil ich habe mich immer für andere Dinge interessiert. Allerdings muss ich auch sagen, dass meine Biografie da mir ein paar Hinweise mit auf den Weg gegeben hat. Also mein Großvater, der in China gelebt hat, war ein sehr reicher, sehr wohlhabender Mensch. Und der ist am Ende seines Lebens damals durch die kommunistische Revolution enteignet worden und ist dann innerhalb von wenigen Tagen gestorben. Und das hat mir so ein bisschen so eine Botschaft mit auf den Weg gegeben. Mach dich nie so abhängig von deinem Geld, dass du dann, wenn alles verlierst, auch gleich mit dem Leben abschließt. Also für mich sind ganz andere Dinge viel wertvoller gewesen. Aber ich habe auch das Glück gehabt, ich habe immer in Berufen gearbeitet, in denen ich Geld verdienen konnte. Ich war also nie wirklich richtig von großer Armut bedroht. Ich habe mich dann irgendwann auch entschieden, das zu machen, was ich jetzt mache, was nicht besonders viel Geld einbringt, weil jeder weiß, dass man vom Bücherschreiben nicht besonders viel Geld verdienen kann. Aber ich beziehe meine Zufriedenheit nicht daraus, dass ich auf ein großes Bankkonto gucke, sondern darauf, dass ich auf eine gewisse Art von Lebensqualität sehe. Ich denke auch, Geld ist einfach ein Zweck zum Mittel, ja, dass man einfach seine essentiellen Bedürfnisse erfüllen kann. Und man sollte dem einfach nicht zu hohe Bedeutung beimessen. Unser Geldsystem ist ja auch sehr intransparent. Welche Institutionen haben hier denn den größten Einfluss und wollen, dass es auch so undurchschaubar bleibt? Also fangen wir mit dem zweiten an. Wer will, dass es undurchschaubar bleibt? Ich glaube, das sind alle, die davon profitieren. Also der Gründer der Ford Motor Company, Henry Ford, hat ja mal gesagt, wenn die Menschen der Nation das Geldsystem verstehen würden, dann hätten wir vormorgen früh noch eine Revolution. Natürlich an solchen Revolutionen sind diejenigen nicht interessiert, die vom gegenwärtigen Geldsystem profitieren. Also das ist das eine. Das andere ist, wer hat im Moment wirklich das Sagen im Geldsystem? Also
Ganz entscheidend sind natürlich die großen Geschäftsbanken, insbesondere die Wall Street, also JP Morgan, Goldman Sachs, die Bank of America. Das sind immer noch die absoluten Schwergewichte weltweit. Dann sehr stark aufgeholt haben natürlich die Zentralbanken. Die sind heute möglicherweise sogar die allerwichtigsten Player, weil die das ganze Geldsystem durch ihre Zinspolitik und durch die Geldschöpfung aus dem Hintergrund antreiben. Und das Dritte ist, dass im Zuge der Entwicklung die großen Vermögensverwaltungen so wichtig geworden sind. Also BlackRock und Vanguard, alleine diese beiden großen Vermögensverwaltungen verwalten ja inzwischen ungefähr 15 Billionen Dollar und sind damit zu absoluten Schwergewichten geworden. Also die können jeden Markt der Erde über ihre Aktienportfolios in jede gewünschte Richtung bewegen. Also das sind so die drei Säulen, die großen Geschäftsbanken, die Zentralbanken und die Vermögensverwaltung. Sie sagen, die Vermögensverwaltungen bewegen ja auch große Geldsummen. Sie sind ja auch, wie man nachsehen kann, bei den Unternehmensstrukturen in sehr vielen Unternehmen auch beteiligt und nicht wenig. Ja. Wie würden Sie sagen, wie ist das denn passiert? Haben die Unternehmen das nicht gemerkt, dass da jemand jetzt immer mehr Einfluss nimmt und da mitreden kann in ihrem Unternehmen? Nein, das ist ganz einfach die Folge der Finanzialisierung. Wir haben ja seit 50 Jahren diesen Prozess der Finanzialisierung. Also nach dem Ende des Nachkriegsbooms haben die Banken ja die Politik gedrängt, zu deregulieren, also ihnen immer mehr Möglichkeiten des Geldverdienens zu geben. Und im Zuge dieser Deregulierung sind dann die Derivate entstanden, dann sind die Hedgefonds zugelassen worden. Und in der ersten Zeit waren es vor allem die Investmentbanken, die immer stärker geworden sind. Dann waren es die Hedgefonds, die immer stärker geworden sind. Und dann waren es die Vermögensverwaltungen, weil die sich wie Kraken im Hintergrund entwickelt haben. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie ein bewusster Prozess gewesen ist, sondern da hat sich einfach im Laufe der Zeit immer mehr Geld angesammelt. Und da, wo sich mehr Geld ansammelt, sammelt sich auch mehr Macht an. Und inzwischen sind die beiden größten, eben BlackRock und Vanguard, ungeheuer mächtige Spieler. Also die sind ja in Deutschland zum Beispiel an allen DAX-Unternehmen beteiligt. Die sind an all den großen IT-Konzernen beteiligt. Die sind auch an allen großen Pharmakonzernen beteiligt. Also man sollte gerade in dieser Zeit Gesundheitskrise sich auch mal ansehen, wer denn die Geldgeber der großen Pharmakonzerne sind. Da wird man auch wieder finden, dass das auch diese großen Vermögensverwaltungen sind. Also es sind so diese drei Bereiche, die im Moment für das Finanzsystem sehr, sehr wichtig sind. Würden Sie, also inwieweit stehen diese drei Bereiche denn zusammen? Also Sie haben gewisse gemeinsame Interessen, aber konkurrieren Sie oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, die spielen sich gegenseitig in die Hände. Also man kann es auch an der Personalpolitik sehen. Also die Vorsitzende der US-Zentralbank der letzten Jahre, Janet Yellen, ist heute Finanzministerin. Der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, ist heute Ministerpräsident von Italien. Also da gibt es ein Hin und Her zwischen Politik und großen Finanzinstituten. Die spielen sich natürlich gegenseitig in die Hände. Ich muss auch daran erinnern, dass die größte Beratungsfirma sowohl der Federal Reserve als auch der EZB BlackRock ist. Also da berät die größte Vermögensverwaltung der Welt, die großen Zentralbanken, wo die das neu geschöpfte Geld denn hinschieben sollen. Und natürlich werden die das in Kanäle schicken, die BlackRock und Vanguard nutzen. Aber in diesem Fall nur BlackRock, also weil BlackRock der wichtige Berater ist da. Und wenn man sich jetzt die Zukunft anschaut und vorstellt, eine digitale Zentralbankwährung, wie sieht es dann aus? Also die Rolle der Zentralbanken wäre ja dadurch ja etwas aufgewertet. Sie hätten mehr Kontrolle, mehr Überwachung. Und wie sieht dann das als Folge der Geschäftsbanken beispielsweise aus? Also wird es die dann noch geben in der Form oder einfach nur diese großen, die auch Einfluss haben und alle anderen sind dann weg? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, man muss sich sehen, dass das Geschäftsmodell der Großbanken sich ja gewaltig geändert hat in den letzten Jahren, auch aufgrund dieser Finanzialisierung. Also früher im Zuge zum Beispiel des Nachkriegsbooms, der so von 1948 bis ungefähr Mitte der 70er Jahre gedauert hat, da haben die großen Geschäftsbanken jede Menge Kredite vergeben und über die Kreditvergabe sehr hohe Einnahmen generiert. Ab 1975 durch die Deregulierung ist die Spekulation ins Spiel gekommen und hat einen immer größeren Raum eingenommen. Durch die Derivate ist dieser Spekulationsboom dann vollkommen explodiert. Und das wichtigste Standbein der Banken heute ist eben nicht mehr die Kreditvergabe, sondern das ist die Spekulation an den Finanzmärkten. Und wir werden auch nicht wieder zu der alten Situation zurückkehren.
Also durch diese Entwicklung, gerade seit 2007, 2008, als das Weltfinanzsystem ja eigentlich zusammengebrochen ist, und seitdem wird es ja nur noch künstlich am Leben erhalten, seitdem erleben wir, dass die Zentralbanken immer wichtiger werden, weil die müssen immer mehr Geld ins System reinspeisen. Und sind wir letztes Jahr an eine Grenze geraten, weil letztes Jahr haben wir wahrscheinlich zumindest vorletzten ganz großen Zusammenbruch des Finanzsystems erlebt. Da sind noch größere Summen als früher reingespeist worden. Und dann sind wir auch bei 0% oder in der Nähe von 0% Zinsen angekommen. Und das heißt, wir sind jetzt in einer neuen Situation. Und diese neue Situation wird erfordern, dass man Negativzinsen einführt, weil sonst lässt sich dieses System nicht mehr am Leben erhalten. Und Negativzinsen auf der Grundlage des bestehenden Bankensystems sind einfach nicht möglich, weil die das Bankensystem von innen her zerstören werden. Und deswegen arbeitet man im Hintergrund an einem neuen Plan, nämlich an dem digitalen Zentralbankgeld. Das heißt, das Ziel sieht so aus, dass wir alle keine Bankkonten mehr bei Geschäftsbanken haben, sondern nur noch ein einziges Konto bei der Zentralbank. Und dass über dieses Konto alle unsere Zahlungsabläufe dann vonstatten gehen werden. Das ist natürlich eine ganz gefährliche Entwicklung. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass das Geschäftsmodell der Zentralbanken der Geschäftsbanken nicht mehr das der Vergangenheit ist, sondern dass die sich hauptsächlich dann im Bereich der Spekulation bewegen werden. Die werden dann weiter Wertpapiere verkaufen, die werden als Broker funktionieren. Also die werden schon weiter existieren, aber nicht eben im Bereich Kreditvergabe. Gibt es dort dann so eine gewisse Säuberung? Also gehen Sie vielleicht von einer Pleitewelle aus im Bankenbereich? Also ich vermute, dass es keine große Pleitewelle geben wird, weil die großen Banken kann man nicht pleite gehen lassen. Das weiß man ja inzwischen. Die werden mit allen Mitteln immer wieder gerettet werden, so lange, bis das System einfach nicht mehr zu halten ist. Aber was ich vermute, ist, dass wir eine große Übernahmewelle von kleinen Banken haben werden. Also wir haben ja in den letzten Jahren schon erlebt, dass sehr viele kleine Banken die Waffen strecken mussten und von den großen übernommen werden. Und ich denke, da steht uns eine sehr, sehr große und sehr harte Welle bevor. Also man muss sich nur ansehen, was 1929, 1930 in den USA passiert ist. Nach dem großen Crash damals sind, ich glaube, 10.000 bis 12.000 kleinere Banken von den großen übernommen worden. Und ich denke, sowas steht uns auch bevor. Also die kleinen Banken werden meiner Meinung nach, weil die ja eben zum großen Teil eben von der Kreditvergabe gelebt haben, werden die nächsten Jahre nicht überstehen. Für die Geschäftsbanken, wie Sie schon gesagt haben, ist ja die Einführung des Negativzinses ja nicht gerade positiv. Nee. Weshalb wurde der Negativzins eingeführt? Also zum einen, Sie haben ja gesagt, wegen der Situation, also dass man einfach das immer weiter niedriger halten musste. Aber prinzipiell, was hat das alles seine Ursache, dass es so weit kommen musste? Ja, Negativzinsen sind natürlich was, wovon Ökonomen früher nicht mal, woran die nicht mal im Traum gedacht haben. Also es gibt kein Lehrbuch bis, ich glaube, in die 70er Jahre, in dem das Wort Negativzinsen vorgekommen ist. Und wer das damals erwähnt hätte, dem hätte jeder Banker gesagt, dass er nicht ganz bei Trost ist. Als erste Mal eingeführt worden neben Negativzinsen dann, ich glaube, das war im Jahr 72 in der Schweiz, weil damals ganz viel ausländisches Geld in die Schweiz geflossen ist und die Schweizer eine große Angst davor hatten, dass der Franken zu stark wird. Und um zu verhindern, dass weiter ausländisches Geld in Schweizer Banken reinfließt, haben sie damals für ausländisches Geld einen Negativzins erhoben. Den haben sie dann auch irgendwann wieder abgeschafft. Ich glaube, Ende der 70er Jahre war das. Die nächste Welle mit Negativzinsen haben wir dann ab 2012 im Zuge der Euro-Krise erlebt. Und was wir jetzt erlebt haben in den letzten Jahren, ist, dass eben seit der Krise von 2007, 2008 die Zentralbanken die Zinsen immer weiter in Richtung Null geschoben haben und teilweise auch in den Negativbereich gehen mussten, was natürlich große Schwierigkeiten mit sich bringt. Weil man muss sich vorstellen, wenn eine Bank Negativzinsen vergibt, das bedeutet ja, dass derjenige, der den Kredit nimmt, am Schluss weniger zurückzahlen muss, als er von der Bank bekommen hat. Das ist also ein äußerst schlechtes Geschäftsmodell. Und das kann funktionieren zwischen den Zentralbanken und den Geschäftsbanken. Das kann aber auf Dauer nicht funktionieren zwischen den Geschäftsbanken und ihren Kunden. Und deswegen, genau deswegen muss man jetzt nach einem neuen System streben. Und das wird im Hintergrund vorbereitet. Das Irre an der gegenwärtigen Situation ist ja, dass die Aufmerksamkeit der gesamten Welt auf eine Krankheit und auf die Ausbreitung und die Maßnahmen gegen eine Krankheit geleitet werden, während im Hintergrund ein viel wichtigeres Programm abläuft. Weil diese Krankheit ist ja mit Abstand nicht so gefährlich, wie uns immer Glauben gemacht wird. Aber im Hintergrund läuft ein viel wichtigeres Programm und das ist die Vorbereitung der Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Was
was würde denn passieren, wenn Sie den Leitzins wieder hochschrauben würden? Wenn Sie sagen, okay, wir kaufen weiterhin beispielsweise Anleihen auf oder sowas, aber der Leitzins, der geht jetzt einfach hoch. Dann würden Sie das als Finanzsystem einfrieren, weil wir haben im Moment die höchste Schuldenlast, die die Welt jemals gesehen hat. Und diese Schulden müssen natürlich bedient werden. Und wenn Sie den Zins hochsetzen, dann wird die Bedienung dieser Schulden erschwert. Und das ist das große Problem. Wir haben ja gesehen, welche Folgen das hat. Es ist ja versucht worden. Es ist ja zwischen 2016 und 2018 versucht worden, die Zinsen langsam wieder anzuheben. Also ich glaube, es war im Jahre 2018, dass die US Federal Reserve, also die amerikanische Zentralbank, die Zinsen, glaube ich, zweimal um 0,25% angehoben hat. Es kann auch dreimal gewesen sein. Auf jeden Fall die Folge davon war, dass die Finanzmärkte zu Weihnachten 2018 den stärksten Einbruch seit 80 Jahren erlebt haben und dass die Federal Reserve sofort auftreten musste im folgenden Januar und sagen musste, wir werden auf keinen Fall die Zinsen weiter anheben, sondern im Gegenteil, wir werden die Zinsen wieder senken. Also daran sieht man, dass das ein Mechanismus ist, der einmal in Gang gesetzt wurde und der nicht wieder gestoppt werden kann. Also dieses System kann in der bestehenden Form nicht mehr auf Dauer existieren. Und deswegen arbeitet man im Hintergrund an einem neuen System. Und was würde sich bei der digitalen Zentralbankwährung dann dementsprechend ändern, sobald das eingeführt werden würde? Ja, wir würden alle dieses digitale Zentralbankkonto bekommen. Und das würde natürlich bedeuten, dass sowohl die Zentralbanken als auch die IT-Konzerne alle unsere Zahlungsabläufe registrieren und kontrollieren könnten. Also das Problem bei der ganzen Sache im Hintergrund ist, dass nicht nur die Zentralbank das ausgeben wird, das digitale Zentralbankgeld, sondern dass die aus technischen Gründen darauf angewiesen ist, das mit großen IT-Konzernen zusammenzumachen. So, und die werden natürlich diese beiden Größen, und da muss man sich mal daran erinnern, dass das politische Konzept von Benito Mussolini war ja der autoritäre Korporatismus, also die Verschmelzung von Staat und Großkonzernen. Und das wird in dem Moment wahr. Dann werden Staat und Großkonzerne über das Geld bestimmen. Und die werden dann auch viele Möglichkeiten haben, die ihnen die Digitalwirtschaft bietet, also die digitale Technik. Es wird möglich sein, dieses Geld an ein Ablaufdatum zu binden. Es wird möglich sein, dieses Geld an geografische Grenzen zu binden. Und es wird möglich sein, einzelnen Kontoinhabern das Konto einfach über Nacht abzustellen. Das heißt, es wird dieses Herrschaftsinstrument Geld total perfektionieren. Also es hat noch nie ein Geld gegeben, was diesen Herrschaftsaspekt so sehr verkörpert wie digitales Zentralbankgeld. Ja, also wie Sie schon sagen, es gibt sehr viele negative Faktoren dazu und Sie bezeichnen das Geldsystem dann als Zwangsgeldsystem. Könnten Sie das mal erläutern? Ja, weil man diesem System dann auch nicht mehr wird entfliehen können. Also man muss sich vorstellen, wenn man eine Barzahlung vornimmt, dann gibt es zwischen Käufer und Verkäufer ein zweiseitiges Verhältnis, da weiß kein Mensch was von. Wenn ich heute irgendwo etwas bezahle und das digital bezahle, dann ist immer ein Finanzdienstleister mit drin, immer eine Bank mit drin, immer ein IT-Konzern mit drin. Und wenn ich digitales Zentralbankgeld habe, dann weiß ich von Anfang an, dass diese Leute immer über alle meine Zahlungsvorgänge Bescheid wissen und dass die auch immer kontrollieren, regulieren und manipulieren können. Und deswegen spreche ich da von Zwangsgeld. Und das Schlimmste dabei ist natürlich, dass dieses Zwangsgeld nicht als Zwangsgeld eingeführt werden wird, sondern dass man sich einen Plan zurechtgelegt hat, dieses Zwangsgeld als einen Akt der Humanität den Menschen aufs Auge zu drücken. Weil ich vermute, und ich bin sehr sicher sogar, dass man dieses digitale Zentralbankgeld über einen Trick einführen wird, und zwar über das universelle Grundeinkommen. Also was wir im Moment erleben, ist der totale Kollaps der Weltwirtschaft, und zwar vorsätzlich herbeigeführt. Also der Mittelstand wird zerrüttet, die Lieferketten werden zerbrochen, es wird für Massenarbeitslosigkeit gesorgt und wir werden spätestens im Herbst riesige Arbeitslosenzahlen haben und ich vermute, wir werden auch bürgerkriegsähnliche Zustände in vielen Ländern erleben. Und in diesem Chaos wird man dann wahrscheinlich irgendwann sagen, wisst ihr was, Leute, wir werden euch helfen, wir werden euch ein universelles Grundeinkommen zur Verfügung stellen. Dann werden die Leute, die dann arbeitslos sind, zuerst Konten bekommen und darauf wird dann meinetwegen zum Beispiel in Deutschland vielleicht ein Tausender oder 1.500 im Monat eingezahlt werden. Allerdings mit der Vorgabe, dieses Geld möglichst schnell auszugeben. Weil der Hintergedanke dabei ist nicht ein humanitärer Hintergedanke, sondern der Hintergedanke dabei ist, dass Menschen, die arbeitslos werden und deren Arbeitsplätze auf Dauer verloren gehen, auch als Konsumenten ausfallen. Und das kann diese Wirtschaft, weil sie konsumgetrieben ist, nicht verkraften.
Und deswegen wird man sagen, man muss diesen Leuten einfach Geld geben, das wird man einfach drucken von der Zentralbank aus, wird es ihnen geben. Aber um die Wirtschaft anzukurbeln, wird man diese Leute auffordern, dieses Geld innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens auszugeben. Also es ist gut möglich, dass das universelle Grundeinkommen dann am 1. des Monats ausgezahlt wird und dass es aber nur bis zum 30. des Monats Gültigkeit hat. Und wer das alles für Verschwörungstheorien hält, der sollte sich unbedingt mal ansehen, die Großversuche, die in China unternommen wurden. In China hat man das bereits ausprobiert. Geld an eine Zeitfrist gebunden, in Shenzhen an eine Zeitfrist von 6 Tagen, in denen es ausgegeben werden musste. Also das sind zwar apokalyptische Zukunftsvisionen, aber die haben einen sehr realen Hintergrund. Und an diesem digitalen Zentralbankgeld arbeiten inzwischen mehr als 35 Zentralbanken der Welt. Es laufen großflächige Versuche. Die Amerikaner machen es im Moment auf den Bahamas, die Chinesen in vielen Großstädten. Und am weitesten vorne bei der Entwicklung dieses digitalen Zentralbankgeldes sind 2 Länder, die die meisten Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Also in Schweden, habe ich gehört, könnte das digitale Zentralbankgeld sofort einführen, die Schweiz ebenso. Ob es eins von diesen kleineren Ländern sein wird, die das zuerst machen, ist möglich, kann aber auch unmöglich sein. Also das kann man alles jetzt im Moment nicht voraussagen. Auf jeden Fall wird es sehr interessant sein, wer zuerst damit aufwartet, weil die anderen werden dann ganz schnell nachziehen müssen. Eine andere Sache ist, dass dieser Wettlauf um das digitale Zentralbankgeld zwischen den USA und China natürlich auch unsere Welt insgesamt ein ganzes Stück unsicherer macht. Denn man muss sagen, wenn jetzt China mit dem digitalen Zentralbankgeld aufwarten würde und wenn es das auch zum Beispiel noch an Gold binden würde, dann würde das die Vorherrschaft des Dollars über Nacht beenden. Ob das passiert, weiß man nicht, weil China und die USA auch sehr gegenseitig voneinander abhängig sind. Aber es ist auf jeden Fall eine Art Damoklesschwert, das über der Welt schwebt im Moment. Also man kann es sich so vorstellen, unser jetziges System ist von so einer lockeren Geldpolitik sehr abhängig. Und wie ist es nach der Einführung der digitalen Zentralbankwährung? Was geschieht mit den ganzen Schulden, den Verschuldungen? Also es müsste ja dann irgendwie auch wieder weitergehen oder was ist dazwischen passiert? Ja, dieses Digitalbankgeld wird natürlich keine endgültige Lösung der Probleme sein, weil wir erleben ja jetzt schon das starke Einsetzen einer Inflation. Und Inflation ist natürlich für die Schulden haben, immer günstig, weil es die Schulden weginflationiert. Es kann sein, dass jetzt erstmal diese Inflation noch eine Zeit lang laufen gelassen wird, um den großverschuldeten Großinvestoren zu helfen. Aber auch das digitale Zentralbankgeld wird sehr schnell in eine Spirale der Inflation führen. Denn wenn man den Leuten 30 Tage Zeit gibt, um das Geld auszugeben, dann wird dieses Geld immer schneller ausgegeben werden müssen, als es normalerweise. Also kein Mensch mehr wird in der Lage sein zu sparen, weil es wird auch keine Sparzinsen mehr geben. Die Leute werden gezwungen sein, das Geld schnell auszugeben. Und das wird natürlich dazu führen, dass die Preise für Waren, gerade des Alltags, aber auch für Rohstoffe und so weiter, immer höher getrieben werden. Also das wird eine sich selbst verstärkende Spirale geben. Aber natürlich ist auch solch eine sich verstärkende Inflation nicht ganz ungewollt in Zeiten, in denen der Schuldenberg so groß ist wie jetzt.